Das Zuschauen einer Versammlung ist kein hinreichender Grund, sich auf dem Alexanderplatz aufzuhalten. Also nehme ich an, dass das der Grund ist, warum die Polizeibeamten alle Zaungäste dazu dann auffordern, der Versammlung dann teilzunehmen und auf der Versammlungsfläche aufzunehmen. Noch eine kurze Info von der Demo nebenan. Dort wird gestritten gegen autoritäre Strukturen in der Türkei. Liebe Brüder und Schwestern, bleibt dran! Eine weitere Information. Die Polizei sei jetzt dann doch dran, auch dort die Mindestabstände eingehalten zu bekommen. Ich freue mich schon, unsere nächste Bühnenpräsentings hier zu begrüßen. Mal als Engel, mal als Sängerin. Heute darf sie natürlich nicht singen. Sie darf auch keine Engelschöre vortragen. Aber was sie tun darf, ist, sie darf Gedichte vortragen. Coronita! Ja, schönen guten Tag allerseits. Nochmal kurz anschließend an meine Vorrednerin. Ich bin sehr dankbar, dass in dieser jetzigen Zeit auf diese schlimme Problematik von Impfungen überhaupt nochmal aufmerksam gemacht wird. Meine 13-jährige Tochter ist komplett ungeimpft und eins der gesündesten Kinder, die ich kenne. Was ist wahr und was ist recht? Was ist falsch und fehlgesetzt? Läufst der Masse hinterher, hinterfragst doch schon lange nichts mehr. Aus Angst erwächst die Macht. Das hast du sicher nicht gedacht. Das Denken und Urteilen übernehmen andere für dich. Dies erscheint oft leicht und sicherlich als richtig und wahr. Siehst du darin nicht auch eine Gefahr? Wo bleibt die Autonomie und Selbstständigkeit, wenn jedwedes kritische Denken gilt als Handeln gegen die Menschlichkeit? Wir sind fühlende Wesen mit freiem Willen, können uns als mündige Bürger eine ganz eigene Meinung bilden. Die Gesellschaft zerbricht in viele tausend Stücke aus Unsicherheit, Wut, Angst und Heimtücke. Infame Denunziationen erwachsen aus medialer Hetze, gerechtfertigt durch ausgehebelte und neue Gesetze. Das Maß der Verhältnismäßigkeit entspricht keiner Logik im eigentlichen Sinn. Instrumentalisierung ist von aller Spaltung Beginn. Doch lasst uns zugewandt bleiben und uns in die Augen schauen. Bleiben wir im Respekt, können wir ein ganz neues Zeitalter bauen. Dankeschön. Und immer schön freundlich bleiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wer ist denn jetzt dran? Ja, Coronita. Jetzt? Jetzt ist die Biggie dran. Dankeschön, Coronita. Ich sehe ein bisschen Spannung loswerden. Warum soll das immer stecken bleiben? Warum soll das immer irgendwie drin stecken bleiben und wir müssen so tun, als würde uns das nichts ausmachen, was hier für ein Kram passiert? Dietmar, das wirkt aber nach außen wirklich verrückt. Lauter Verrückte hier. Also ich bin noch mal richtig sauer auf meine Polizeibeamten, die den Gleichheitsgrundsatz hier am Alex nicht durchsetzen. Wir sind alle gleich und wir wollen Solidarität. Und zwar für alle. Wir sind hier und wir sind laut, weil die globale Finanzmafia den Menschen ihre Rechte klaut. Wir befinden uns in einem globalen Krieg. Es ist kein Krieg für ein besseres Gesundheitssystem. Es ist kein Krieg für ein auskömmliches Einkommen. Es ist kein weltweiter Krieg für ein gesundes Aufwachsen für Kinder. Nein. Es ist der Krieg der Reichen gegen die Armen, nicht gegen die Armut. Dieser Krieg will die Armut erzeugen.
Es ist ein Krieg der Starken gegen die Schwachen. Die globalisierte Finanzmafia zerstört mit vollem Wissen und absichtsvoll alle Strukturen, um am Wiederaufbau zu profitieren. Dafür werden Kriege gemacht. Die deutsche Bundesregierung ist treibende Kraft und Teilhabende in dieser durch und durch korrumpierten Finanzmafia. Demokratie stört da nur. Und die Tyrannin spricht ja auch ganz offen über ihre Demokratiefeindlichkeit. Für sie sind Grundrechte Privilegien, die man sich nun verdienen muss. Und kein Aufschrei der Systemprostituierten oder der Parlamentarier in den Parteien. Das ist Macht. Und Macht macht krank. Ich vermute, dass unsere Regierungsklicke sich nun in einen Zustand von Gefühlskälte, verbunden mit lustvoller Grausamkeit und einem starken Mangel an sittlichem Urteilsvermögen befindet. Es wandeln die Ängstlichen vermummt durch die Straßen. Das Schweigen wird oberstes Gebot. Wenn das Volk die Regierung fürchtet, dann ist das Tyrannei. Aber wenn die Regierung... Deutschland, die Welt ist absurd, in absurdestan degeneriert. Hier wohnen die Menschen, die nichts wissen wollen, die nichts sehen wollen, die nichts hören wollen. Dabei ist die Maskerade so leicht zu durchschauen. Aber die Deutschen haben nichts dazugelernt seit Weimar. Wer hätte das gedacht? Und als wären sie in einer Faktenblase, hetzen die Mainstream-Medien, die Taz, die Faz, die Junge Welt, der Tagesspiegel, die Morgenpost. Wie dressierte Hunde gleich gegen Menschen, die noch an die freie Rede, an den Meinungsaustausch, an den demokratischen Grundwerten festhalten. Wir alle hier, die wir uns hier am Alex Woche für Woche versammeln, wollen und können es nicht glauben, dass der Einsatz für die Grundrechte so mit Schmutz beworfen wird. Eure primitive Gleichsetzung von Regierungskritik mit Verschwörungsmythen zeugt von eurer Abhängigkeit und eurer Unfähigkeit, mit den Menschen aus der Demokratiebewegung in den Kontakt zu gehen. Die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen die Machtallüren der Regierenden. Sie sind unveräußerlich. Habt ihr Schreiberlinge alle keine Grundbildung mehr genossen? Und ihr Haltungsjournalisten, ihr hättet doch heimlich den Corona-Ausschuss besuchen können, Paul Schreier zuhören können, Rainer Mausfeld, Daniel Ganser, Ken Jebsen. Sie alle geben sich kein Denkverbot und suchen den Diskurs. Sie streiten und erstreiten eine Meinungsvielfalt. Und die Mainstream-Medien, die brüsten sich, die vierte Gewalt zu sein. Ihr huldigt nur der Macht. Auch das ist ein Zeichen des Zerfalls eines verrotteten Systems. Auch hier sieht man ganz deutlich, nichts aus Weimar und nichts aus 33 gelernt. Dem Gedanken Demokratie liegt ja ein moralisches Ideal zugrunde. Moralische Sittlichkeit bedeutet aber laut Sokrates, dass man eben nicht gegen seine gewonnenen Einsichten handeln kann. Und Demokratie lebt aber nun mal durch die Mitmachgesellschaft. Demokratie braucht die Eigenverantwortung der Bürger. Ohne den wertvollen Streit, ohne Willensbildung gibt es keine Demokratie. Ohne die Übernahme von Verantwortung und ohne die Teilhabe an Entscheidungsprozessen ist die Demokratie tot. Und ja, wir müssen Machttheorien entwickeln. Gerade weil wir alle nicht mehr teilhaben an Entscheidungsprozessen. Mit der Arroganz der Macht werden wir, das Volk, nicht erst seit März 2020, aber seitdem unübersehbar, konsequent unserer Mitsprache und unserer Verantwortung beraubt. Die Mächtigen sind demaskiert.
Ich bin bitter enttäuscht von denjenigen, die sich dieser Erkenntnis entziehen, und ich nenne sie die Antidemokraten. Dazu gehören neben den Schreiberlingen in den Redaktionsstuben die Beamten und Angestellten in den Behörden, die Amtsleiter in den Gesundheitsämtern, die Funktionäre in den Ärztekammern, in den Kirchen, in den NGOs, in allen Parteien. Alle Parteien, alle Parlamente arbeiten seit 11 Monaten auf Sparflamme. Die deutschen Mitspracheorgane der Parteiendemokratie sind auf Eis gelegt. Und dann das noch. Nicht mal einen Solidaritätsbeitrag leistet ihr Besserverdiener, während die Bevölkerung sich immer mehr in der Verarmungsspirale befindet. Pfui, wie unanständig ist das denn von euch? Nirgends mehr wirkliche Teilhabe und Mitsprache. Es folgt kein Aufschrei der Systemlinken, kein Aufschrei der guten Menschen in den vielfältigen Organisationen, die den Deutschen seit Jahren so mühevoll die Demokratie beibringen wollen. Das ist so bitter, das ist so böse, das ist so erbärmlich. Für mich gibt es deshalb nur eine Antwort. Schluss mit der Parteiendemokratie. Sie hat zu Korruption und Lobbyismus geführt. Diese Machtkartelle müssen wir durchbrechen. Macht kennt keine Moral. Aber ohne Moral gibt es keine Demokratie. Und ja, wir brauchen eine neue Weltordnung. Aber nicht mehr die der Konzernmächte. Wir wollen keine Weltordnung, in der der Mensch als Humankapital ausgebeutet wird. Sein Körper real und ideell ausgeweidet wird. Wir wollen keine Welt, in der die Körper jedweden Lebewesens missbraucht, misshandelt, zerstückelt und auf den Müll geworfen wird. Wir wollen keine Welt mehr, in der unsere Mitwelt missbraucht, gequält und ausgehungert wird. Wir brauchen eine neue Weltordnung, in der ethisches Handeln, in der Moral ein kategorischer Imperativ ist. Ich fordere meine Mitmenschen auf, legt eure Angst ab, die Zukunft wird durch Mut gestaltet. Kommt auf die Straßen, leistet zivilen Widerstand. Öffnet eure Friseursalons, eure Restaurants. Seid laut, küsst euch, umarmt euch, singt und tanzt. Seid wieder Mensch. Denn wenn die Regierung das Volk fürchtet, dann herrscht Freiheit. Friede, Freiheit, Demokratie. Danke. Danke, Vicky. Das kam von Herzen. Das konnte ich hören. Also, nach gründlicher Klärung haben wir jetzt die Erlaubnis bekommen, Luftballons zu verteilen. Es gibt auch hier genaue Regeln. Sie dürfen nicht verknotet sein. Sie dürfen gemeinsam aufsteigen. Und es darf nichts an sie gebunden sein. Also werden wir jetzt Luftballons verteilen. Wir hatten das letzte Mal, hatten wir Lach-Yoga. Und es ist wirklich entweder zum Heulen oder zum Lachen, oder? Es ist Absurdistan. Absurdistan. So, als Nächsten begrüße ich auf der Bühne Samuel. Berlin! Wir sind da. Wir sind wirklich da. Und wir wissen, wofür wir kämpfen. Für die Freiheit, für die Liebe, für das, was das Leben lebenswert macht. Einmal in Schottland gab es William Wallace. Ne? Wahrscheinlich wissen einige von euch, was jetzt kommt. Bei der letzten Schlacht, er und seine Armee, die wussten, das wird die letzte Schlacht sein. Da hat er sein aller
Bekanntesten gesagt, ja, ihr könnt fliehen. Ihr werdet dann wahrscheinlich in Sicherheit sein, wenn ihr flieht. Aber eines Tages, wenn ihr alt seid, werdet ihr euch wünschen, hier doch bei der Schlacht mit dabei gewesen zu sein. Und diese Schlacht, ja, findet auf einer höheren Ebene zum Glück statt. Wir kämpfen nicht mehr mit Schwertern, wir kämpfen mit Werten. Wir kämpfen mit unseren Worten. Und das Ziel der Kinder des Lichts, die wir alle sind, ist, das Herzfeuer zu entfachen. Dass wir alle zusammen diese Welt zu einem liebevolleren, freieren Ort schaffen. Ich als ehemaliger Atheist habe nie geglaubt, dass ich eines Tages an Gott glauben würde oder dass ich über ihn sprechen würde oder dass ich Menschen einladen würde, den Gott in ihrem eigenen Herzen, das Licht in ihrem Herzen anzusprechen. Aber das tue ich jetzt mit euch hier. Weil, wie es heißt, wo der Geist Gottes ist, ist auch Freiheit. Und ich glaube wirklich, dass Gott die Lösung ist auf diese Corona-Krise, dass Gott der Schlüssel ist, von allen Perspektiven, aus allen Seiten. Wir können nichts verkehrt machen, wenn wir wahrlich aus dieser Intention agieren in der Welt, wenn wir die Liebe und den Frieden und die Freiheit verbreiten wollen, auf allen Ebenen. Für jeden Menschen heißt es was anderes, Liebe auszuleben. Jeder Mensch hat sein Handwerk oder seinen Beruf oder seine Stelle, ob Professor oder Tischler. Aber das ist ja das Verstandzerspringende an Gott. Er ist transzendental. Die große Göttin ist transzendental. Sie übersteigt alle künstlichen Barrieren und Grenzen und Konstrukte und Käfige. Und deswegen erinnere ich euch nochmal dran, kämpft auch für die, die nicht für sich kämpfen können. Zum Beispiel die Heilpraktiker. Sie wurden mit als Erste in dieser Krise angegangen von unserer Regierung. Ne? Die Heilpraktiker wurden angegriffen. Es sollte ein Berufsverbot erteilt werden. Das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Das ist das Gegenteil von was Gott für die Menschheit auch will. Und da sehen wir wirklich mafiöses Verhalten auf größenwahnsinniger, ja, auf großer Ebene in der Industrie, in der Pharmazie und so weiter. Ja, wir lobbyieren dafür, dass das Heilpraktikertun verboten wird, dann haben wir nicht mehr so viel Konkurrenz. Ja, ich würde euch gern was singen, aber Freude ist ja verboten. Ja, lasst uns auf den Ebenen, wo es notwendig ist jetzt, unsere Freiheit wieder herzustellen, aktiv sein. Lasst uns die Liebe dort auch ausleben. Wir haben die politischen Kanäle noch nicht erschöpft. Wir sehen ja in anderen Ländern, und andere Länder sehen, was in Deutschland passiert, ne? Wie sie sich ihre Freiheit Stück für Stück entweder bewahren oder wiedererkämpfen. Und wir können das auch. Ja, und ich glaube, es wird auch eine Zeit kommen, wo die BRD ihr Ende findet. Wo alle wissen, ja, das war mal eine Finanzagentur. Die haben da alle Menschen als Angestellte gesehen und als Sklaven quasi. Es kommt die Zeit der Souveränität, aber wir erreichen sie durch Sanftmut, durch Liebe. Das ist einfach mein Appell an euch, an uns. Ich spreche auch genauso wie mit mir selbst. Ich versuche mich selbst zu ermahnen und zu erheben, dass ich höher schwinge und aktiver werde auf allen Ebenen, wo wir eine Auswirkung haben können. Vielen Dank. Das ist doch ein wunderbarer Moment, um unsere Herzen dem Himmel entgegenzustrecken und die Ballons fliegen zu lassen. Lasst es fliegen!
Ja. Ich muss davon ausgehen, dass in 2020 zwischen 10-15% der an Tumoren Verstorbenen und der Toten durch Herz-Kreislauf-Versagen durch fehlende Versorgung im Gesundheitssystem verursacht sind. Das waren 2020 bis zu 82.000 Menschen, die verstorben sind, weil sie nicht behandelt worden sind. Wir haben 34.000 tote Menschen, die mit oder an Corona verstorben sind. Der Bundespräsident möchte am 18.04. einen Gedenktag durchführen. Aber nicht für alle Toten und Opfer dieser Pandemie. Nein, das Narrativ der Pandemie wird immer abstruser. Geehrt werden nur die Toten, die an oder mit Corona verstorben sind. Werden hier auch die Opfer der Impfmafia in den Alten- und Pflegeheimen mitgezählt? Eine Politik, die Verstorbene benutzt, um die Bevölkerung zu manipulieren, ist eine unwürdige Haltung. Mit Verlaub, Herr Bundespräsident, Sie verletzen mit Ihrer Haltung die Würde der Menschen. Mit Verlaub, Herr Bundespräsident, Sie spalten die Gesellschaft. Aber ganz besonders verletzen Sie die Würde der Menschen, der Kinder. Sie sind die wahren Opfer eurer Politik der Angst. Ihr Leid wird nicht durch den Virus erzeugt. Ihr Leid wird durch die Erwachsenen erzeugt. Die Gesundheit lasten amoralisch Handelnder in den Staatsapparaten der deutschen Willkürherrschaft tragen die Kinder. Die Opfer dieses eiskalten, grausamen und von Egomanie getriebenen Machtanspruch der Undemokraten werden nun langsam sichtbar. Für Deutschland liegen folgende Zahlen vor. Allein für Berlin im ersten halben Jahr 2020 23 mehr Fälle von Gewalt an Kindern gemeldet in der Gewaltschutzambulanz der Charité. Und ich sage euch, ich weiß es, da kommt man wirklich hin, wenn die Gewalt wirklich sichtbar ist. 600.000 Kinder erleben zu Hause Schläge, Stöße und Schlimmeres. Kein Lehrer, kein Pädagoge in den Kindergärten kann das jetzt mehr sehen. Dazu wurden die Schulen ausgebildet, um die Gewalt zu erkennen. Die Kinder sind hilflos der Gewalt der Erwachsenen ausgesetzt zu Hause. 461.000 Kinder haben im Jahr 2020 die Nummer gegen Kummer gewählt. Allein die Online-Beratung hat einen Zuwachs von 31%. Das sind 10.000, über 10.000 Kontaktaufnahmen von Kindern in Not. Die Jugendnotmail und die Online-Jugendelternberatung verzeichnen Steigerungen seit März um 50%. 2,6 Millionen Kinder leben mit suchtkranken Menschen unter einem Dach. Ich kann heute nicht mehr. Biggie. Danke, dass du da bist. Danke, dass du noch was aufmerksam machst. Mach das zu Ende jetzt. Wir fühlen auch mit. Ich weiß das. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Eltern verzeichnet seit April einen sprunghaften Anstieg an Beratungen. 67% der Jugendlichen zwischen 18 und 24 fühlen sich zurzeit überdurchschnittlich psychisch belastet. 800.000 Menschen in Deutschland leiden an Magersucht. Bis zu 10% sterben daran. In 50% der deutschen Haushalte leben Menschen allein. Sie sind der weißen Folter der Isolation ganz besonders ausgesetzt. Armut und Existenzangst nehmen dramatisch zu. Weitere Opfer dieses weltweiten Krieges gegen die Armen sind die Flüchtenden aus den Kriegen des Wertewestens, die nach Obdach und Frieden suchenden. Ich möchte auch an die Hungernden dieser Welt erinnern. 1 Milliarde Menschen hungern. Alle 3 Sekunden stirbt ein Mensch am Hunger. Die Kriegsopfer weltweit, die hungernden Kinder in Jemen,
die Morde, die von unserer Rüstungsmafia mitbedient werden, an die möchte ich jetzt erinnern. Ich bitte euch alle, mit mir eine Minute an die Opfer dieses weltweiten Krieges gegen die Armen, gegen die Kinder mit einer Gedenkminute zu würdigen. Eine Minute, Hand ans Herz, bitte. Lieber Hilst, gibst du auf die Uhr, bitte. Danke. Also, ich hoffe, wir werden in Frieden und Solidarität dieses Jahr wieder in unsere alten Freiheiten reinkommen. Wir werden unsere eigene Weltordnung schaffen. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Biggie. Was sagt ihr? So, an dieser Stelle trage ich einmal den Text vor, der von mir ein ganz klein bisschen abgedateten Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für ein jedes Heimatland. Danach lasst uns alle streben, geschwisterlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes jeder Mensches Heimatland. Blüh im Glanze dieses Glückes jeder Mensches Heimatland. Das möchte ich mit euch nachher, wenn wir die Versammlung, bevor wir die Versammlung abschließen, zusammen mit euch singen. Okay. Mein Blick schweift durch die Runde und sucht Susanne, weil ich nicht weiß. Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe es schon gewusst. Wie konnte ich das vergessen? La Coronita spricht das noch ein Gedicht. Aber Energie ist doch ein Thema für uns alle. Und ich lese euch mal ganz kurz die Reiki-Lebensregeln. Vielleicht ist das ein besseres Arbeitsmaterial für den einen oder anderen. Da heißt es so schön auf Deutsch, nur für heute werde ich mich nicht ärgern, werde ich mich auch nicht sorgen, werde ich dankbar sein, ich werde hart arbeiten und ich werde freundlich zu meinen Mitmenschen sein. Wenn wir alle so leben, haben wir auch schon gewonnen. Danke! Und weiter geht's! Tanzen kann man übrigens auch ohne Musik. Wer will, wer will? Ich will, ich will. Der Augenblick ist gekommen, an dem ich mit euch ein Lied zusammen singen möchte. Also, ich singe es mal nochmal vor und dann steigen wir zusammen vielleicht ein. Einigkeit und Recht und Freiheit für ein jedes Heimatland. Danach lasst uns alle streben, geschwisterlich mit Herz und Hand.
Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes jeder Mensches Heimatland. Blüh im Glanze dieses Glückes jeder Mensches Heimatland. Und jetzt mal alle zusammen. Einigkeit und Recht und Freiheit für dein jedes Heimatland. Danach lasst uns alle streben, geschwisterlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes jeder Mensches Heimatland. Blüh im Glanze dieses Glückes jeder Mensches Heimatland. Land. Ja, so. Yes, yes, yes. Da kann ich hinstellen. Da kann ich meine Hand aufs Herz legen und kann ganz, ganz herzensvoll singen. Und hiermit schließe ich heute diese Versammlung. Es gibt ja noch an der Siegessäule eine weitere Versammlung am Brandenburger Tor. Im Brandenburger Tor eine weitere angemeldete Versammlung. Da könnt ihr dann gerne hingehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich mache jetzt ein Interview mit Agence France Presse. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Nachmittag und Abend.